Ob Mars-Mission oder ein Büro im Zug, es sind Projekte, mit denen Innovation und Veränderung angegangen werden. Aber bis sie auch Wirklichkeit werden, ist es ein Prozess, der nicht selten böse Überraschungen bietet. Länger als geplant, teurer als gedacht, im schlimmsten Fall sogar zum Scheitern verurteilt. Woran liegt das? Und was ist zu tun, damit alle Beteiligten über ihren Tellerrand hinaus das Projekt Gesamtziel zum Erfolg führen? Darüber wollen wir reden mit Actano, einem Projektsoftwareanbieter. Mein Name ist Ralf Schepanski. Willkommen bei The Business Debate. Holger Lörz, eine Studie von Ihnen hat ergeben, rund jedes dritte Projekt dauert zu lange, jedes sechste Projekt scheitert. Das klingt nach einem ziemlich teuren alltäglichen Scheitern. Ja, das stimmt. Das sind auch die Erfahrungen, die wir mit unseren Kunden im Moment haben. Insbesondere sind diese Projekte auch sehr ineffizient. Projektleiter verbringen ca. 30% ihrer Zeit in unproduktiven Meetings oder suchen nach Informationen. Welche Veränderungen sind denn aus Ihrer Sicht nötig, um das zu ändern? Also mir fallen zwei große Punkte ein. Das eine ist, dass wir kollaborativ anders zusammenarbeiten müssen, mehr flexibel, mehr agil. Und das andere ist, dass die Projekte einfacher, strukturierter und transparenter dargestellt werden sollen. Lassen Sie mich das am besten mal in so einem Beispiel beschreiben. Also stellen Sie sich vor, Sie werden von Ihrem Chef ausgesucht, Sie müssten ein Büro im Zug organisieren mit 300 Mitarbeitern, inklusive Cafeteria, IT-Infrastruktur und sowas. Und dort sind Sie jetzt dabei, im Prinzip diese ganze Organisation zu übernehmen. Dieses Projekt wurde schon häufig durchgeführt für Sie, aber ist es das erste Mal. Und hoffentlich, was tun Sie dann? Sie machen einen Computer auf und tippen dort in Google ein, Projektumzug in 4 Wochen und kommen dann hoffentlich auf die Actano-Plattform, von der Sie dann mit verschiedenen Fragen konfrontiert werden. Wenn Sie die beantworten, bekommen Sie ein Template und mit diesem Template werden Sie dann Schritt für Schritt durch dieses Projekt geleitet. Und das hilft Ihnen dann letztendlich, diese Risiken zu erkennen, die Sie sonst vielleicht nicht erkannt würden. Und die anderen, Ihre Kollegen und auch Ihre Auftraggeber, sehen auf dieser Plattform, wie dieses Projekt voranschreitet und haben immer das Gefühl, dass Sie das Projekt unter Kontrolle haben. Und spielt es dabei eine Rolle, wie groß und komplex so ein Projekt ist? Nein. Egal, ob Sie eine Verpackungsmaschine im Engineer-to-Order-Verfahren mit Ihrem Kunden entwickeln oder eine Autofabrik in Asien bauen, die Projektregeln sind immer die gleichen. Was ist denn aus Ihrer Sicht nötig, damit Projekte voneinander lernen, um nicht immer wieder bei Null anzufangen? Okay, also wichtig ist, dass diese Projektdaten alle auf einer Plattform sich befinden. Das ist die Voraussetzung praktisch dafür, dass künstliche intelligente Systeme und Augmented Reality die Projektkomplexität reduzieren können. Und das hilft dann auch, dass die Projektdaten zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht, wo wir sie auch benötigen. Und dadurch entsteht auch dann für den Projektleiter die Möglichkeit, dadurch, dass ja auch andere Projekte auf dieser Plattform sich befinden, wo er noch gar nicht beteiligt war, von der Erfahrung dieser Projekte zu lernen. Und welchen Beitrag leistet Ihre Firma dazu? Also wir programmieren genau diese Plattform, auf der diese Daten zur Verfügung gestellt werden. Und aufgrund unserer Projektmanagement-Erfahrung programmieren wir auch die Basisapplikationen selbst, wie den Terminplaner, die Rückmelde-App oder auch den Ressourcenmanager und verbinden Projektkommunikationstools wie beispielsweise Slack oder ein Kanban-Board mit auf diese Plattform an, weil wir denken, dass man mit E-Mails solche Projekte nicht mehr durchführen kann. Was heißt das für ein Unternehmen in seiner ganzen Kultur? Was gilt es zu ändern und zu leisten, um so eine Herausforderung zu meistern? Die meisten Unternehmen denken noch, wie sie ihre IT-Systeme miteinander verbinden, anstatt dass sie helfen, Prozesse und Menschen miteinander zu verbinden. Sie meinen so Plattformen wie Salesforce oder LinkedIn? Genau, das sind gute Beispiele von Plattformen, die es geschafft haben, relevante Informationen bereitzustellen. Und dazu braucht man nur einen Internetbrowser und einen Internetzugang dazu. Das wird auch der Standard für die Projekte sein. Wie war das bei Ihnen? Welche Initialzündung hat Sie geprägt? Also im Alter von 12 Jahren hatte ich mit meinen Freunden ein erstes Projekt. Wir hatten ein gemeinsames Ziel. Wir wollten jetzt das größte Baumhaus bauen in der Stadt. Und was ich dort lernte, ist, dass Projekte Spaß machen. Sie sind einfach und sie verbinden eine Freundschaft. Und in dem Zusammenhang habe ich dann viele Jahre später mein erstes Businessprojekt begleitet und dort habe ich genau das Gegenteil erlebt.
Die Projektbeteiligten haben sich gegenseitig angeschwindelt. Sie versteckten ihre Projekt- und Kostenpuffer und kamen nicht mit ihren Qualitätsthemen auf. Und das gemeinsame Ziel stand gar nicht im Vordergrund, sondern jeder hatte seine eigenen Ziele, wie beispielsweise finanzielle Interessen, die er aus dem Projekt rausziehen wollte, und nicht schuldig zu sein vor allen Dingen. Ja, und mein Antrieb und meine Motivation ist es jetzt eben genau, diese Werte dieser Baumhauskultur in das Tagesgeschäft zu integrieren, sodass dort auch die Projekte wieder Spaß machen und wir dort große Veränderungen realisieren können. Wir sind da auf einem ganz guten Weg. Auf unserer Projektplattform gibt es schon einige Projekte, wo unsere Kunden uns sagen, dass sie dort wesentlich schneller und harmonischer abgewickelt werden als vorher. Und am Ende hatten Sie das größte Baumhaus. Genau. Holger Ratz, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business Debate. Bis dahin.